Da sind wir wieder, Game of Thrones Podcast, Nerdizismus Spezial, heute zur Folge 9. Bei mir ist, wie immer, unser wandelndes Lexikon aus Westeros, der Michael. Hallo. Nabend. Ja. Geil, wenn's, oder? Wenn es ein Tolkien-Roman gewesen wäre, hätte ich ja gesagt, die Adler kommen. Ah, ja. Aber das ist die Dynamik jedes dramatischen Filmkampfes. Dass erst irgendwie was auf der Messerschneide stehen muss und dann kommt am Ende die rettende Armee, die rettenden Adler, die rettenden Armee, die rettenden Helden, die es dann doch alle rausschlagen. Aber es war schon bis zum Äußersten ausgereizt. Es war definitiv ausgereizt. Und das Spannende wird natürlich sein, rauszufinden, ob das dann am Ende genau Sansas und Littlefinger, zumindest Littlefingers Plan war, um möglichst viel Macht dann am Ende zu haben. Aber oder vielleicht war es auch einfach nur filmisch, dramaturgisch so gewollt. Ja, das müssen wir gucken. Aber gehen wir mal kurz der Reihe nach vor. Im Grunde genommen gab es in der Folge ja nur zwei Orte, die wir gesehen haben. Das ist auch eine überraschende Sache, vor allen Dingen, weil eigentlich durch die Previews und alles, was man bisher gehört hat, hat man ja vollkommen damit gerechnet, so wie die es in den letzten 9er-Episoden gemacht haben, dass die an einem Standort bleiben. Also, dass sie an einem Standort sind und da auch bleiben. Ja gut, okay. Also ich meine, jetzt waren es zwei. Ja. Wovon der eine eigentlich nur ein Drittel der Folge ausgemacht hat. Nicht schlimm, aber das war natürlich ein richtig genialer Einstieg. Ich habe es heute Morgen, ich konnte nicht an mir halten, als ich es dann heute Morgen schon hatte, musste ich die ersten 10 Minuten schauen. Also 10 Minuten kommt man ja dann nicht drum rum und habe am Ende gesagt, boah, geil, wunderbar, wunderbar, geil. Ja, im Prinzip auch ganz ehrlich, so ein clever Move, den ich jetzt so nicht erwartet hatte, aber natürlich, klar, du kannst ja eigentlich durch die Drachen machst du ein Schiff kaputt und baust einfach darauf, dass die anderen so eingeschüchtert sind, dass du dann praktisch die Flotte kampflos übernehmen kannst. Trotzdem ja, also war das ja ein bisschen aus der Not heraus geboren, weil damit kann sie ja nicht gerechnet haben, dass die da angreifen. Ja. Was hättest du denn gemacht, wenn die von Land angegriffen hätten? Also wir als Zuschauer, die meisten haben es wahrscheinlich schon erwartet, dass so eine ähnliche Szene wenigstens in Folge 10 kommt. Man hat nur nicht damit gerechnet, dass sie dann plötzlich am Anfang von Folge 9 kommt und dann so reinhaut. Ich meine, man muss ja auch sich denken, der Rest der Episode war sehr intensiv, sehr dramatisch. Aber am Anfang mit sowas einzusteigen, das haben wir sonst in anderen Episoden die letzten 10 Minuten gesehen, was wir am Anfang dieser Episode gesehen haben. Allein auch von der Qualität von allen Effekten, von allem Setup, also das war schon Kinoqualität. Ja, definitiv. Also du weißt, das war eine weise Entscheidung. Naja, was heißt eine weise Entscheidung? Also man merkt, dass sie das Budget für diese eine Folge aufgespart haben. Ja, hatten wir ja die letzten Male gesagt. Also die letzten drei Folgen ist ja im Prinzip effekttechnisch nichts passiert. Und die haben verdammt viel gespart für diese eine Episode. Ja, was heißt nicht viel passiert? Also da passiert ja immer viel, was man gar nicht so mitkriegt. Also aber es sahen halt viele Dinge auch relativ cheesy aus. Ne? Und wie wir letztes Mal gesagt haben, so diese Matte-Paintings und so, das sah einfach alles irgendwie ja nicht sonderlich, sich nicht so gut eingefügt. Und hier hast du jetzt halt mal wieder ganz stark gesehen, wozu die Jungs da von Pixomondo aus Frankfurt fähig sind. Zumindest ein Teil davon, wenn du hier da die Drachenanimationen siehst und so, das war schon nicht schlecht. Ja? Auch die ganze Schlachtszene später war schon wirklich beeindruckend gemacht und das sage ich und ich habe es auf dem Tablet nebenher geschaut, also von daher, ich hatte jetzt nicht mal einen großen Screen mit irgendwie bombastischem Sound und trotzdem war es extremst beeindruckend. Dito, ich habe es morgens halt auf dem Tablet die Episode angefangen und konnte nicht quasi in mich aufhören, war ganz alleine und wenn man alleine ist, dann ist man vielleicht etwas lauter, als wenn man sonst ist und ich habe die ganze Zeit gesagt, geil, super, Wahnsinn, geil, krass. Du hast aber nicht geweint oder so. Nein, ich habe nicht gemeint. Okay, ja, ich wollte es nur sicher. Ich wollte es nur sicherstellen. Nein, aber es wäre ja okay gewesen, ja. Also wenn du am Ende Freudentränen, als Ramsay dann von seinen eigenen Hunden gefressen wird. Also, ich meine, also heute, da die Folge sowieso keine wirkliche Handlung hat, springen wir heute einfach mal sowieso ganz wild hin und her. Ja. Die Emotionen waren natürlich hoch, aber jetzt nicht in der Art, dass man völlig am Boden zerstört wäre und losweinen müsste. Also dafür war die Episode einfach. Nein, es war definitiv keine Wein-Episode, auf gar keinen Fall. Im Gegenteil, am Ende muss ich sagen, habe ich schon lange, also ich muss wirklich sagen, diese Folge, so wenig Handlung sie auch hatte,
Und so dämlich sich manche Personen anstellen, und ich bin immer noch der Meinung, oder jetzt mehr denn jeder Meinung, dass die Starks also nicht gerade die hellsten Leuchten am Baum von der oder an den Kandelabern der Septe sind. Ja. So clever sind die nicht. Also, aber da können wir ja gleich noch ein bisschen drauf eingehen. Aber als am Ende Ramsay von Jon Snow mal so richtig in die Fresse kriegt, würde ich sagen, das war schon ein latent befriedigendes TV-Erlebnis. Wie sich ja, das war. Es war eigentlich eher, es war schon eine sehr verstörende Genugtuung, die man da empfunden hat, weil schön war das ja alles nicht. Ich meine, Jon Snow hat am Ende völlig die Kontrolle verloren und auf ihn eingeschlagen bis zum Gehtnichtmehr. Und man hat ja auch in der ganzen Episode so viel Brutalität gesehen, wie es schon lange nicht mehr bei Game of Thrones gab. Also, aber letztendlich, weil, ich meine, wir sind jetzt 6 Staffeln in dieser verdammten Serie drin. Und Ramsay haben wir jetzt, glaube ich, 3 oder 4 Staffeln so ertragen müssen. Und im Gegensatz zu einem Film, wo vielleicht so eine Szene passiert, wo man nicht so einfach persönlich seine Leidenschaft mit reinbringt oder so emotional involviert ist, hat man ja hier einen Aufbau gehabt. Und dieser Aufbau, das ist alles am Ende, hat sich irgendwie ja, nicht gelohnt, aber jetzt man hat endlich Payback. Es ist ein Payoff da, an dem man sich eigentlich laben kann, auch wenn er nicht schön ist, aber man sagt, endlich ist es passiert. Ja, und vor allem kann man da durchaus mal seinen niederen TV-Instinkte auch einfach mal freien Lauf lassen. Da ja. Sehe ich jetzt nichts Verwerfliches dabei. Ja, kommt drauf an. Aber was diese Episode definitiv geschafft hat, habe ich irgendwie direkt danach auch gepostet. Also ich hatte lange keine TV-Episode mehr, die mich so konstant körperlich einfach beansprucht hat. Ich meine, ich weiß nicht, wie es dir gegangen ist, aber wir haben es hier eben nochmal geguckt. Man war einfach kaputt danach, weil was so ein spannendes und so ein dramatisches Ding war, dass man sich einfach quasi die ganze Zeit in seinem Sitz festkrallen musste und die ganze Zeit einfach eine komplette Anspannung hatte. Ein Freund hat mir eben auch noch geschrieben, er stimmt uns Nerdizisten zu, er hat einen gefühlten Puls von 200 nach dieser Episode. Ja, gebe ich dir recht. Es war, weißt du, was mich erinnert hat? Als ich zum allerersten Mal die Eröffnungsszene Omaha Beach von Saving Private Ryan im Kino gesehen habe. Ja, genau, absolut. Also ich habe auch irgendein Review heute gelesen, das genau das gesagt hat, Soldat James. Der Reviewer hat auch gesagt, seit Soldat James Ryan, seit der Anfangsszene, hat er nicht mehr so eine intensive Schlachtenszene gesehen wie da. Das ist richtig. Ich meine, man hat ja, mein Gott, wie viel Ritterschlachten hat man schon gesehen, ja? Also gerade so als Fantasy-Gucker, jeder Herr der Ringe Film, dann der Ringe als Kind, ja, was weiß ich, wenn du als Kind irgendwie Ivanhoe, der Schwarze Ritter oder keine Ahnung was geguckt hast, oder Excalibur oder weißt du toll was. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, das war also filmisch von der Dramaturgie her, ja, so dicht und so spannend, weil du irgendwie ja permanent damit gerechnet hast oder andersrum. Wäre es ein Peter Jackson oder sagen wir mal, wäre es ein 0815 Film gewesen, wäre der erlösende Moment, nehmen wir mal stellvertretend die Adler, schon viel früher gekommen. Ja, ja. Ja doch, nimm doch einfach mal die Szene vom Herr der Ringe, die Rückkehr des Königs. Da hast du ja eine ähnliche Situation. Die Armee von Aragorn wird komplett umzingelt. Ja? Okay, sie werden nur umzingelt, sie werden genau, nicht noch mehr richtig, abgeschlachtet. Ganz genau. Ja. Sie werden nämlich nur umzingelt. Und man hätte die Szene ja auch so machen können, dass angefangen wird, sie niederzumetzeln und im Grunde genommen, oder nimm die gleiche Szene bei Star Wars Episode 3. Ja? Die Jedis werden halt auch nur umzingelt. Ja. Und an der Stelle, wo du jetzt eigentlich aufgrund von solchen Erfahrungen halt damit rechnest, ja, okay, jetzt kommt halt noch irgendjemand, um den Takt zu retten, passiert es halt eben nicht. Ja. Und eigentlich, du rechnest die ganze Zeit damit, das muss doch jetzt mal, das kann doch wohl nicht wahr sein. Ah, der wird doch jetzt nicht ein zweites, das gibt's doch gar nicht, ja. Deshalb sage ich also, ja, das war irgendwie für den Zuschauer so mental und physisch beanspruchend, dass man einfach mit Schnappatmung haben musste. Ja. Also. Und ich meine, allein du hast es eben schon gesagt, die filmische Qualität, die dahinter steht. Wir haben letzte Woche ein paar Zahlen dazu gepostet, die offiziell bekannt gegeben worden sind. Ich meine, ich lese mal vor.
die hatten 4 Kameracrews dabei, die hatten 25 Drehtage nur für die Schlachtsequenz, sonst haben die für eine ganze Episode 9 bis 10 Drehtage, 25 Stuntmänner, 70 Pferde, 160 Tonnen Schutt, 500 Komparsen und 600 Crewmitglieder. Ich meine, das ist schon Niveau von einem Hollywood-Film, was die da auftischen konnten. Ja, auf jeden Fall. Das ist, das zeigt sich filmisch total. Ich meine, die haben auch genau den richtigen Regisseur damit bekommen. Der hat es scheinbar hinbekommen, das einfach so großartig umzusetzen, dass man die ganze Zeit nur denken musste, wow, und so mitgefiebert hat. Also ich möchte nicht wissen, was die am Ende dafür Kohle ausgegeben hat. In dem Sinne kann ich übrigens jeden empfehlen, HBO oder der offizielle Game of Thrones Kanal, YouTube-Kanal, veröffentlicht immer nach der Episode ein paar Inside-the-Episodes-Looks. Und die haben jetzt auch zu dieser ein 10-Minuten-Making-of zu der Episode gezeigt, was absolut sehenswert ist und zeigt, was einfach für epische Ausmaße hinter dem Dreh dieser Folge einfach stehen. Mhm. Dabei war der Scope von den 2 Armeen gar nicht mal so groß, ne? Also wenn du das jetzt vergleichst mit einer Herr der Ringe-Schlacht oder so, ja? Da ist ja so eine Ork-Armee vielfach größer als diese 2 Armeen. Und ich glaube, wir haben auch schon jetzt mal von der Reihen, von der Masse her sicherlich größere Armeen bei Game of Thrones gehabt, würde ich jetzt mal sagen. Trotzdem war das mit Abstand die intensivste von allen. Ja, es war die intensivste und die intimste Schlacht vor allen Dingen. Ich meine, was haben wir bisher für Schlachtepisoden gehabt? Es gab theoretisch eine in der ersten Staffel, die nicht gezeigt werden konnte, weil sie kein Budget hatten, als Tyrion da ausgenockt worden ist und dann erzählt wurde vom Kampf. Dann hatten wir am Ende der zweiten Staffel den großen Kampf um King's Landing, Battle of Blackwater, wo sie erstmal so ein bisschen gezeigt haben, was überhaupt vielleicht möglich ist in der Serie. Dann hatten wir den riesigen Kampf bei der Mauer, wo auch wieder Fantasy-Elemente vor allen Dingen mit reingespielt haben. Und letztes Jahr Hardhome, diese große Schlacht hinter der Mauer, wo die Toten alle auferstanden sind, die zwar furchteinflößend war, aber alles, was wir bisher hatten, waren sehr unterschiedliche Schlachten mit sehr unterschiedlichen Elementen. Und eigentlich auch die Stakes, die dahinter waren, alle die was daraus kommen kann, auch die Konsequenzen, die daraus entstehen können, waren bei allen anderen Schlachten definitiv größer. Das war eine kleine Schlacht zwischen 2 nicht mal so großen Armeen im Norden, der eigentlich mittlerweile kaum noch eine Rolle spielt. Und was kam da am Ende raus? Okay, sehr befriedigendes Ende für den Zuschauer und für die Starks selber. Die haben Winterfell wieder. Und Ramsay hat endlich bekommen, was er verdient hat. Aber ansonsten, im großen ganzen Bild, macht diese Schlacht eigentlich nicht viel aus. Aber wir haben bisher die intensivste Schlacht in Game of Thrones in der gesamten TV-Serie trotzdem dadurch gesehen. Ja, ich würde fast sagen, dass trotzdem am meisten auf dem Spiel stand, weil ich sag mal so, wenn du davon ausgehst, dass das Stark-Haus doch irgendwo so der Hero der Show ist, ja, dann war das natürlich Friss oder Stirb, also Sieg oder Niederlage. Also wenn sie da verloren hätten, wäre das Haus ja de facto nicht mehr existent gewesen. Ja? Definitiv. Außer Bran jetzt noch. Ja? Was mit dem ist, ich glaube, den sehen wir vielleicht gar nicht mehr, die Staffel. Oder in der nächsten Folge noch am Ende. Ich habe die Vorschau nicht gesehen, können wir gleich drüber reden. Und dann wäre das Haus Stark ja de facto weg. Punkt. Und das ist natürlich schon irgendwo, auch wenn es jetzt gerade, wie ich schon sagte, nicht die hellsten Kerzen in der Septe sind, irgendwo die Family, wo man doch am meisten irgendwo mitfiebert, würde ich jetzt mal sagen. Ich meine, mit denen haben wir angefangen, die Zuschauer. Ja. Mit denen haben wir angefangen. Die waren eigentlich wirklich die Heldenfamilie in der ersten Staffel, wo kaum ein anderer als Held im Vordergrund stand als die Starks. Das ist richtig. Und von daher fieberst du mit denen natürlich noch am meisten mit. Und von daher war natürlich da, jetzt stand am meisten auf dem Spiel. Ja, und aber ich sag nur, im Großen und Ganzen für Westeros hat das jetzt erstmal nicht so große Auswirkungen. Für einen persönlich, für die Starks persönlich und für die Zuschauer hat das einigermaßen große Auswirkungen. Aber letztendlich im großen Bild war das wahrscheinlich eher eine unbedeutende Schlacht. Das stimmt, ja genau. Für Westeros an sich, ja, also jetzt so unmittelbar. Langfristig ist das schon eine große Geschichte.
weil jetzt haben die Starks den Norden wieder und können jetzt ja die Verteidigung gegen die White Walker organisieren, von denen ich auch nicht so sicher bin, ob wir die in der Folge, in der Staffel überhaupt nochmal sehen. Ja, ist die Frage. Ich meine, die Starks sind ja mittlerweile, die sind ja trotzdem jetzt sehr dezimiert. Was ist von den Wildlingen noch über und das, was ist von den Verbündeten noch über? Ist kaum was über. Dadurch, dass Littlefinger da angekommen ist, haben die ein paar rettende Pferde gehabt und ein paar rettende Soldaten. Aber letztendlich, wenn die jetzt groß angegriffen werden von den Lannisters oder von den Freys, dann sollten die aktuell auch keine Chance haben, außer sich hinter den Mauern von Winterfell zu verstecken. Das stimmt, aber die haben wahrscheinlich auch ihre eigenen Probleme. Also da, ich glaube aber nicht, dass wir in der Staffel dazu noch eine Antwort kriegen. Ich glaube, also wie gesagt, ich habe einen Trailer für die nächste Episode gesehen. Die kommen auf jeden Fall nochmal zurück nach Winterfell. Wer? Also in der 10. Folge. Ach so, jetzt, also die Story kommt nochmal nach Winterfell. Ich dachte jetzt irgendwie. Nee, die Story, genau, die Story kommt nochmal nach Winterfell zurück. Was ich aber eher glaube, ist wahrscheinlich das, was danach kommt, dass Jon und Sansa und Littlefinger sich erstmal streiten werden, weil die hätten ja theoretisch auch früher auftauchen können. Und sie hätte was sagen können. Ja, das stimmt. Also es war dann doch ein sehr dramatischer Auftritt in allerletzter Sekunde. Es hätte auch gut in die Hose gehen können, das ist richtig. Da bin ich auch mal gespannt, hat man ja gerade eben schon gesagt, ob das jetzt Drehbuchspannung war oder Handlungsspannung. Das kann ich noch nicht so ganz einordnen. Ja. Und am Ende sieht man wieder Littlefinger, der hat zwar diese Staffel und letzte Staffel Rückschläge erlebt, aber am Ende scheinen seine Pläne ja irgendwie aufzugehen, weil er ist der mit der fetten Armee, die jetzt da sind und quasi was ansagen kann, wenn er wollte. Zumindest im Moment mit der dicksten Armee, die er jetzt gerade vorhat. Alle anderen, wie du gesagt hast, haben ja nichts mehr. Ja, und er hätte ja zwei große Regionen im Westeros hinter sich. Einmal The Vale, wo der kranke Junge noch da ist und dann den ganzen Norden theoretisch jetzt. Also der hat sich schon im Laufe der Staffeln ganz schön viel vom einfachen Master of Coin weiterentwickelt. Das stimmt, ja. Jetzt muss ich gerade mal, du sagst immer Vale, heißt das nicht Eyrie? Nee, die Eyrie ist dieser Berg oder dieses Schloss, wo die oben drauf sind. Ah, okay. Das ist eigentlich, das ist The Vale of Arryn. Also von diesem Haus Arryn, dem eigentlich die Region da zugeordnet ist. Okay, und die Eyrie ist dann der Berg oder was, wo die drauf hocken? Die Eyrie ist der Berg, genau. Ja. Okay. Der Falkenhorst, ich weiß nicht, wie es auf Deutsch übersetzt wurde, Falkenhorst oder so? Irgendwie sowas, ja. Ja. Naja, aber letztendlich, hier sieht man, hier sind gerade alle dezimiert. Theoretisch hätte Daenerys, wenn sie jetzt auftauchen würde, wenigstens im Norden ganz freie Bahn. Stimmt. Das bringt uns auch schon im Grunde genommen zum zweiten Handlungsstrang, den es heute gab. Der jetzt aber erwartbar war und deswegen auch, glaube ich, relativ zügig abgehandelt. Wir haben ja eingangs gesagt, gut, sie hat jetzt schon einen Großteil der Flotte von Meereen übernommen, durch eine von den Mastern übernommen. Nicht von Meereen, von den Mastern in Meereen übernommen. Durch den cleveren Schachzug mit den Drachen. Und kriegt jetzt nochmal, was waren es, 100 Schiffe, 60 Schiffe? Ja, 100 Schiffe sollen es gewesen sein. 100 Schiffe von den Greyjoys dazu und schließt dann im Grunde genommen einen Pakt mit Madame Greyjoy nach dem Motto, du, ich mach dich König, Königin der Eins und du machst mich Königin von Westeros und dann passt das schon. Ja. Also, und, aber sie soll die Lebensweise der Greyjoys dann doch ad acta legen. Ja, keine Plünderung und Vergewaltigung mehr. Ich glaube, wenn Game of Thrones noch irgendwie 10 Staffeln Zeit hätte, dann würden die wahrscheinlich noch zeigen, was daraus entsteht, weil ich glaube auch nicht, dass das so einfach ist. Und die haben wir auch wieder in dieser Staffel haben alle Charaktere mal gelernt, irgendwie mit einem Schnellzug zu fahren oder einmal zu fliegen. Weil so schnell, wie die innerhalb von 2 Episoden plötzlich in Essos waren, wo wir noch nicht mal gesehen haben, wie die da angekommen haben. Also letzte Folge hatten wir plötzlich die Masters, die in Meereen angekommen sind, wo keiner die Schiffe überhaupt hat ankommen sehen. Und jetzt sind da 100 Schiffe von den Ironborn angekommen, die
auch scheinbar plötzlich einfach mal aufgetaucht sind. Also irgendwer passt da nicht ganz wirklich auf seine Flanken auf. Ja, das stimmt. Und dann ist mir aufgefallen, dass das den Dothraki jetzt Apachen geworden sind und keine Klingonen mehr. Ja, ich meine, wir haben die ja nie wirklich groß kämpfen sehen. Mit dem Kriegsschrei, das hat was von so einem alten Western gehabt. Ja. Ich meine, was haben wir von den Dothraki gesehen? Wir haben bisher noch nicht wirklich große Kampfszenen von denen gesehen. Nur wie die immer mit sich selber ein bisschen rumgebalgt haben. Ja, richtig. Also als bisher Armee, als kämpfende Armee haben wir sie bisher noch nicht gesehen. Noch keine Taten folgen gelassen. Nee. Na gut, und ich meine, das war jetzt vielleicht der Teil der Episode, der nicht so 100% überzeugt hat. Man hat halt gesehen, wie vor Meereen die Sons of the Harpy ein paar Leute abgeschlachtet haben und wir auch nicht wissen, wer das war, die abgeschlachtet worden sind. Und auf einmal kommen die Dothraki da an und lassen einen Kopf rollen. Aber ansonsten hat man nicht wirklich gesehen, was die Dothraki gemacht haben. Das stimmt. Also wir haben ja noch gar nicht über das Ganze, was vor dem passiert ist, geredet, mehr oder weniger. Richtig, genau, von Dumm Rickon. Ja, der hat mich echt aufgeregt. Ja, ja, ich meine, er ist ein einfaches, er ist ein Plot-Device. Er ist vor 3 Staffeln rausgeschrieben worden, weil die erstmal nichts mit dem anfangen konnten. In den Büchern ist er auch nicht wieder aufgetaucht, also wissen wir auch nicht, ob er in den Büchern irgendwie noch eine große Rolle bekommen hat. Beziehungsweise, ich glaube, in den Büchern wurde er einmal kurz erwähnt. Und diese Staffel hat man ja gesehen, dass die ganz viele Leute wiedergebracht haben, die ein paar Staffeln nicht da waren. Auch hier Osha, die Wildlingsfrau, die mit ihm unterwegs war, die hat ja irgendwie 2 Worte gesagt und das war's. Ich glaube, Rickon, der hat noch nicht mal irgendein Wort gesagt. Er war ja komplett stumm in den 2 Folgen, wo er wieder aufgetaucht ist. Und deshalb erst ein Plot-Device, um John aus der Fassung zu bringen, damit der genau den Plan, damit Ramsay genau den Plan durchführen kann, den John vorher gesagt hat, den er machen wollte. Ja, das stimmt. Trotzdem hat er mich aufgeregt. Kein normaler Mensch würde geradeaus über das Feld laufen, wenn er mit einem Bogen auf dich geschossen wird. Ja, vor allem, weil es so ultra einfach wäre, diesen Pfeilen auszuweichen, indem du einfach immer zickzack läufst. Ja, ja, das war, also da habe ich mir gedacht, so, ja, das war jetzt ein bisschen doof. Da hätte ich es beeindruckender gefunden, wenn der schon tot gehäutet und verbrennt an einem von diesen Andreaskreuzen gegangen hätte. Ja, aber ich meine, der ist als kleiner Junge aus Winterfell geflohen, musste die ganze Zeit nur unter dem Schutz von anderen leben. Nee, komm, das ist sloppy writing, das ist schlechtes Drehbuch, das ist einfach doof. Da brauchst du jetzt nichts also hier schönreden. Ich interpretiere es grad nur rein. Irgendwas offscreen oder was vielleicht hätte sein können, das war einfach nur dumm. Punkt. Ja, letztlich, aber ich meine, solche Sachen sehen wir ja immer wieder im Film und Fernsehen. Das ist einfach nur für die Dramaturgie da. Ja, was war so? Ich meine, dramatisch war es ja. Ich meine, Ramsay hat ja 3-mal geschossen, wo man jedes Mal gesehen hat, wie er angelegt hat. Auch einfach mal weggeguckt hat, als er angelegt hat. Und der Fall, der am Ende Rickon trifft, sieht man ja noch nicht mal, dass Ramsay den angelegt hat. Also dramaturgisch war das schon clever aufgebaut, auch wenn man sich hätte denken können, Junge, schlag doch mal ein paar Flanken da. Ja, und dann galoppiert dann der John dann dem entgegen und also riskiert alles, ja, wo ich echt sagen muss, so, nee, das würde Das machst du an der Stelle nicht. Also das fand ich komplett ja unpassend. Da muss ich dir aber widersprechen. Ich meine, John kann ich vollkommen verstehen. Klar, er hat vorher gesagt, dass er das nicht machen darf und er hat gesagt, er will genau auf diese Art und Weise Ramsay eigentlich in die Falle locken, was dann nicht funktioniert hat. Und ich meine, John hat man auch in den letzten Staffeln immer wieder gesehen, der handelt nicht unbedingt logisch, sondern einfach so, wie er es für richtig hält. Und entsprechend hat er da auch gehandelt, weil Ramsay ihn am Ende einfach mal ausgetrickst hat. Und das hat man ja meiner Meinung nach im Gesicht des Schauspielers auch gesehen, dass er realisiert hat, okay, ich bin jetzt wütend, und ich stürme jetzt darauf zu, ich weiß genau, was auf mich zukommt, aber ich werde es einfach machen. Ja, und da muss ich ganz ehrlich sagen, da frage ich mich so, haben die keine Lernkurve?
Also lernen die Charakter in dieser Serie wirklich überhaupt irgendwas? Ja? Und da frage ich mich bei manchen, das frage ich mir ernsthaft. Und Jon Snow ist genauso einer, der lernt einfach nichts dazu. Ja? Mhm. Er kriegt von seiner Schwester die Nacht davor noch die genaue Anleitung, ja? Was und wie und weshalb. Und er fällt trotzdem drauf rein oder gibt sich dem hin. Das, da muss ich ganz ehrlich sagen, so, nee, wenn du eine Armee von 3000 Mann hinter dir hast, dann machst du nicht so eine Ego-Nummer. Also, das finde ich völlig unglaubwürdig. Aber das ist ja wieder das Dilemma mit den Starks. Die wollen ihre verdammte Ehre verteidigen und sind so starkköpfig, dass genau das immer das Ende von allen Starks gewesen ist. Dass die genau in den Ruin getrieben hat. Ich meine, man hat das ja auch bei Arya gesehen. Die war so sturköpfig und hat ihren Prinzipien gefolgt, dass sie einfach nur am Ende dumm gehandelt hat. Aber nach ihrem Kopf. Ja, aber das so hieß ja das. Das hieß ja dann, dass im Grunde genommen jedes Haus, ich meine, jedes Haus hatte, ist absolut nicht lernfähig. Ja? Jedes Haus folgt praktisch sklavisch seinem Motto. Und die einzigen beiden, die anscheinend irgendwas lernen, oder sagen wir mal vier Personen, die irgendwas lernen, mit zwei sind heute dazugekommen, sind eigentlich Littlefinger und Tyrion. Zumindest Littlefinger lernt einfach und passt sich an, um zu überleben. Tyrion, der lernt und will es auch ein bisschen besser machen, dadurch, dass er eben halt diese Behinderung hat und halt eben ein Zwerg ist, weiß er halt, was Diskriminierung ist und deswegen hat er halt eine andere Sichtweise. Aber die einzigen beiden Personen, die doch tatsächlich irgendwas gelernt haben, ist eigentlich doch Daenerys und Asha. Oder wie heißt sie im Englischen nochmal? Yara. Ja, genau. Das sind doch, und der kaufe ich es noch nicht so hundertprozentig ab. Also ist doch die dafür haben wir sie einfach zu wenig gesehen. Genau. Also ist doch die einzige Person, die jetzt wirklich, wo ich jetzt sage, die hat was draus gelernt, das sagt sie ja heute auch, als sie mit Yara da spricht. Alle anderen sind doch komplett über die ganze Staffel irgendwas dazu gelernt von verharren, in dem, was. Das ist so wie die Klingonen bei Star Trek, um die jetzt oder Romulaner bei Star Trek oder so. Romulaner sind halt immer so, wie sie sind und die werden auch nie anders sein. Ja, da gibt's halt immer so eine rühmliche Ausnahme, aber für 99% aller Romulaner gelten immer die gleichen Attribute oder Ferengi, da ist es noch extremer. Ja? Aber komm, wir haben jetzt schon wirklich einige Personen drin, die echte zugelernt haben. Ich meine, guck dir alleine Sansa an. Was die für ein nerviges kleines Kind in der ersten Staffel war, wo die alles durchgegangen ist und wo sie jetzt einfach nur kalt und hart geworden ist und wirklich dazugelernt hat, außer sich von ihren naiven Gefühlen leiten zu lassen. Ja, und ich finde eben, ich sage nicht, dass die so viel dazugelernt hat. Weißt du, ich dachte, sie hat dazugelernt, als sie da mit ihrem schwarzen Gothic-Kostüm da um die Ecke kommt. Ja? Ja. So, okay, alles klar. Dann fällt sie komplett wieder in alte Verhaltensmuster zurück und hat dann jetzt aber auch jetzt nicht die Möglichkeit oder nicht die Überzeugungskraft oder nicht die Intelligenz oder was auch immer, John in dem Abend davor zu überzeugen. Oder sie könnte einfach sagen, hey, wart noch eine halbe Stunde, ich komme dann schon mit den Jungs von der Eyrie. Ja, okay, das theoretisch, das könnte man ihr vorwerfen. Allerdings ist das auch nachvollziehbar in der Rolle einfach die alle Frauen in Westeros in irgendeiner Art und Weise einnehmen. Ich meine, man hat ja dann gesehen in den letzten Folgen, sie hat eigentlich die Erfahrung mit Ramsay gehabt, aber kein Schwein hat auf sie gehört. Wieso soll sie dann irgendwas nochmal preisgeben, wenn eh keiner auf sie hört? Naja, weil es halt dann am Ende des Tages halt doch ihre Family ist. Also wenn sie das dann jetzt nicht gegenüber Dritten preisgibt, okay, das kann ja. Also ich werfe das der Serie jetzt nicht vor. Ich stelle nur fest, also es ist jetzt keine übermäßige Kritik, ich werfe der Serie auch nicht vor, mit John hat sie doch kaum was zu tun gehabt früher immer. Ich meine, sie hat ihn nicht gemocht, weil er immer der Bastard war und hat immer auf ihn herabgeblickt. Und wieso soll sie ihn dann plötzlich, okay, ist der Einzige, der von der Familie noch über ist, aber sie hat ihn dann auch jetzt jahrelang nicht gesehen. Wieso sollte sie ihm dann komplett vertrauen? Ja, nee, komm. Nee. Das ist für mich nicht schlüssig. Ist für mich. Aber wie gesagt, das gilt ja nicht nur für Sansa, das gilt ja im Grunde genommen für alle Charakter, die einfach in ihrem Stereotyp gefangen sind und
fast gar nicht da rauskommen. Da haben wir noch die Wildlinge mehr Character Development. Also, wie gesagt, ich stimme da überhaupt nicht zu. Wir haben zum Beispiel auch Jamie, der einiges dazu gelernt hat. Nee, am Ende des Tages wird auch er sich wie ein Lannister verhalten. Ja, ich meine, er hat sich wie ein Lannister verhalten ganz am Anfang, weil er einfach so aufgewachsen ist. Dann hat er ein bisschen was dazu gelernt, weil er in Gefangenschaft war und rumgelernt hat, hat ein bisschen so eine weiche Seite bekommen, muss sich jetzt aber wieder ganz klar für eine Art von Lannister sein entscheiden. Und das merkt man schon, dass er zwar dass er zwar dazu gelernt hat, aber da auch wirklich wieder in die Familienrolle zurückgedrängt wird. Ja, und genau das meine ich ja. Weißt du, diese Familienrolle entwickelt sich nicht. Du hast irgendwie das Gefühl, die Lannisters sind halt seit 5000 Jahren genauso, wie sie sind. Und die Ironborn sind seit 5000 Jahren genauso, wie sie sind. Und die Starks sind seit 5000 Jahren halt so genauso emotionale Naivlinge. So als könnte man, sobald du Stark mit Nachnamen heißt oder Lannister mit Nachnamen heißt, gar nicht anders sein. Und das finde ich halt irgendwo albern. Ist aber das Setup der Serie. Ja, ich weiß, es ist das Setup der Serie, aber das trägt halt vielleicht dann doch keine 7 Staffeln, wo du denkst so, ja, okay, aber jetzt verhaltet euch doch mal anders, ihr Idioten. Ja. Das ist ja auch im Grunde genommen das, was ich ja nach über 50 Jahren Star Trek ja auch vorwerfe. Dass das halt, es zwar dann immer so, dann gibt es dann so, die anders sind, bei jeder Rasse, muss man darauf achten, die anders sind, sind immer dann so Dissidenten oder Außenseiter. Ja, so als wenn alle Ferengis, also es gibt nur Quark-Ferengis, was anderes gibt es gar nicht, ja. Und der Einzige, der anders ist, ist dann Rom, ja. Das ist dann mal witzig, aber wenn du das halt, dieses Konzept dann über 5, 6 Serien oder in dem Fall über mehrere Staffeln trägst, dann wird es halt irgendwann unglaubwürdig, genauso wie die halt alle das Gleiche anhaben, ja, also die haben alle das Gleiche an, egal wo du hinkommst, jeder hat dann für seine Stadt genau diese Tracht an. Das wäre wie wenn du nach München kommst und alle haben eine Lederhose an. Ja? Ja. Und du kommst nach Hamburg und alle haben eine Fischertracht an. Ja? Aber ich meine, im Setup von Game of Thrones verstehe ich es. Wir sind hier in einer mittelalterlichen Welt, wo einfach die ganze Gesellschaft darauf getrimmt ist, so zu sein. Wir haben natürlich ein paar Bürger, aber die gehen dann in irgendwelchen Ranzen rum. Deshalb hier geht jede Familie oder jedes Haus ist in seiner Region so das Machtzentrum und dementsprechend bestimmen die ja auch, wie das Leben da funktioniert. Und wenn man auch hier mal irgendwie 50 Jahre zurückdenkt, ich meine, was haben unsere Großeltern immer gesagt, dass die genau das Gleiche tun wie ihre Familie davor? Die haben sich irgendwie an Die Schlinges haben das immer so gemacht, also müssen die Schlinges auch meinetwegen, keine Ahnung, Schneider werden. Ich war immer Polizist, also muss mein Sohn immer Polizist werden. Ich meine, wir haben das ja erst irgendwie, auch wenn man, haben wir erst in den letzten 50, 60 Jahren überhaupt gelernt, uns so unabhängig zu machen von unseren Familien, weil wir einfach individuell hier sein können in unserer Gesellschaft. Ich verstehe deinen Punkt, aber das ist für mich trotzdem noch nicht so, dass deswegen rennen die alle gleich rum. Ja, also ja, es müssen ja nicht alle wollen. Ich verstehe deinen Punkt. Ich sage ja auch, wie gesagt, das ist ja jetzt kein Killer, dass ich sage, die Serie jetzt ist kacke deswegen oder so. Ja, aber es fällt mir halt irgendwie so immer wieder auf und heute ist es mir halt extrem aufgefallen, dass ich mir denke so, ey, ihr lernt auch so gar nichts dazu. Also Ramsay ist halt immer Ramsay, immer. Ja. Das hat für ihn ja auch immer gut funktioniert. Ich meine, er ist ja ganz oben gerade. Er ist ja auf dem Höhepunkt seiner Karriere, wenn man so sagen darf. Und der handelt ja auch unglaublich, also nicht unglaublich clever, aber für die Verhältnisse da im Norden ziemlich clever, wie er die alle einkesselt. Und seine Ränkeschmieden hat bisher immer funktioniert. Wieso sollte es nicht funktionieren? Jetzt hat er Pech gehabt, jetzt hat das Schicksal dazu geschlagen und die Adler sind gekommen in Form von wirklich Vögeln, die wir auf den Bannern gesehen haben. Genau, deswegen musste ich so lachen, weil ich die ganze Zeit gedacht habe, wann kommen denn jetzt die Adler? Wenn jetzt die Adler kommen, kotze ich. Das habe ich echt gedacht. Wenn die jetzt irgendwie so Adler reinschreiben, dann kotze ich und dann kommt aber dann im Prinzip, was ist das, eine Schwalbe oder was? Immerhin ja, ein Vogel um die Ecke. Ist das nicht irgendwie auch so ein Spotttölpel oder sowas? Keine Ahnung. Wie das Wappentier da ist. Wer es weiß, schreibt es in die Kommentare. Genau.
Aber was heißt das denn jetzt? Ja, was haben wir denn noch? Der letzte Riese ist tot. Genau, der letzte Wun-Wun ist tot. Der ist tot, ja. Was noch? Ja, Ramsay ist auch tot, von seinen eigenen Hunden aufgefressen. Ja, das war ja, ich meine, so ein Ende habe ich für Ramsay erwartet. Also es wäre ganz schön fies gegenüber allen Zuschauern gewesen und den ganzen Charakteren, wenn der einfach irgendwie draufgegangen wäre mit Kopf ab oder einmal vom Pfeil erschossen oder so. Man brauchte jetzt nach all den Jahren, brauchte man irgendwie eine Genugtuung, dass er drauf geht. Gleiche war mit Joffrey damals, als er vergiftet worden ist. Ich hätte gedacht, sie häuten und verbrennen ihn. Das hätte auch noch gepasst, aber es passt ja eigentlich wirklich am besten. Dass er aber das die Hunde Werkzeug waren schon das Beste, das stimmt schon. Ja, ja, stimmt ja. Schon. Wenn es auch unglaublich fies war, also bei uns in der Gruppe haben auch einige bei vielen Szenen in der Folge weggeschaut, weil die einfach so eine rohe Brutalität hatte. Das war so dermaßen krass. Ja, das stimmt, das stimmt, das stimmt. Das waren, ich habe irgendwann nach 4 Köpfen aufgehört zu zählen. Ja. Doch, wir haben einen noch. Ich meine, wahrscheinlich war das Budget einfach nicht mehr dafür da, aber da muss man sich wirklich fragen, wo war Ghost die ganze Zeit, der Direwolf von John? Also mir ist erst aufgefallen, als du es gesagt hast, aber ganz ehrlich, der fehlt schon ewig. Also der fehlt bestimmt schon 3 Folgen. Wann hat man ihn das letzte Mal gesehen? Ich glaube, man hat ihn das letzte Mal gesehen, als John zum Leben erwacht, in irgendwo in der Ecke liegen. Das stimmt, das ist auch das letzte Mal, wo ich mich daran erinnern kann. Und dann ist das Budget für die Wölfe aufgebraucht worden. Deshalb haben sie auch Rickons Wolf direkt getötet. Ja. Das ist eigentlich war der nicht mehr dabei. Ich meine, das ist eigentlich das einzige Element, was mich so. Alle anderen Elemente kann ich verkraften, aber ich meine, der ist ja eigentlich ein ziemlich krasser Kriegerwolf, den man einsetzen kann und der noch vieles hätte im wortwörtlichen Sinne reißen können. Ach, vielleicht sollte man noch ein kleines Detail, das musste ich ehrlich gesagt auch nachlesen, aber das kann man ja nochmal erwähnen, als nämlich Ser Davos da vor der Schlacht einmal einmal ums Lager geht, da findet er den Scheiterhaufen von, wie hieß die Tochter von Stannis? Ja, wie hieß die nochmal? Shireen hieß die, oder? Shireen, genau. Ja. Ja, genau. Das musste ich aber ehrlich gesagt erst nachlesen, das habe ich nicht mehr so im Kopf. Also, dass die verbrannt wurde, das weiß ich natürlich schon noch, aber dass das jetzt da in der Nähe war und er deswegen das jetzt an diesem Spielzeughirschen da erkennt, das war mir jetzt nicht mehr so klar. Das weiß man ja, die wussten ja, dass sie an der gleichen Stelle sind wie Stannis, weil die es in der letzten Folge gesagt haben. Oder in der vorletzten, Davos hat doch erwähnt, dass Stannis den Platz auch sich ausgesucht hat, um zu lagern, weil der taktisch eigentlich ganz gut wäre. Ja, wo eigentlich die andere Sache... Stimmt, hast recht, ja, richtig, ja. Ich meine, wahrscheinlich war sich Ramsay zu sicher, aber der hätte den Trick ja auch wieder machen können, dass er einfach in der Mitte der Nacht da ankommt und alles niederbrennt. Ja. Ja, vielleicht waren die nicht ganz so war die Armee jetzt nicht ganz so verzweifelt, wie Stannis Armee es im eingefrorenen Zustand war. Aber letztendlich, Shireen, das hat man schon, ich meine... Das war ja ein großer Punkt, dass Davos für sie diesen Hirschen da geschnitzt hatte. Das stimmt. Ja, aber es ist halt wie bei allen anderen Elementen, viele Sachen sind einfach schon ein Weilchen her. Und deshalb, der Otto-Normalzuschauer kann sich vielleicht nicht daran erinnern, dass der und der Charakter mal da war und wer war nochmal Rickon und wer war nochmal Osha und so. Deshalb ist diese Staffel zwar für Hardcore-Fans ziemlich cool. Für alle anderen, die könnten teilweise Schwierigkeiten gehabt haben zu folgen. Ja, aber das war ja im Grunde genommen bei der Staffel schon öfters so. Also ganz viele haben mir gesagt, dass sie überhaupt nicht mehr wussten, wer der Blackfish war. Ja. Ja. So, wer war das jetzt nochmal? Da war vielleicht irgendwie noch so, dass der Begriff Blackfish noch irgendwo so im Hinterkopf, aber wer war das jetzt nochmal? Das wusste eigentlich fast keiner mehr. Ja. Das ist eigentlich auch nicht so schlecht, dass diese ganzen sekundären Charaktere mittlerweile alle draufgehen. Ich meine, wir haben keine Hauptcharaktere mehr, die draufgehen, sondern das ganze andere Feld wird ausgedünnt aktuell. Ja. Tja, haben wir denn noch irgendwas? Ach, es gab nochmal eine schöne lange Plansequenz, so ähnlich wie bei Hardhome, als John so über das Schlachtfeld irrt. Das war auch ohne Schnitt oder zumindest ohne merklichen Schnitt, falls es dir aufgefallen ist. Ja. Das war so ein bisschen wie die Plansequenz bei Hardhome, das war ich ja auch so mal ganz, ganz, ganz coole Sache.
da, wie gesagt, das Making-of sich anschauen, weil vieles, was man in dieser Szene sieht, ist wirklich auch real gefilmt worden. Und es ist einfach nur krass. Ich meine, allein durch die Kameraeinstellungen denkt man, da ist wirklich alles so hart und nah dran, wie es jetzt gezeigt wurde. Auch die Szene, wo die ganzen Pferde, die ganzen Reiter auf John zureiten, könnte man ja auch denken, haben die vom Greenscreen gemacht. Nee, da sind wirklich 40 Pferde in Mordstempo auf den zugerannt, auf den Schauspieler. Okay, dann sollten wir das mal verlinken. Was? Ja, genau. Verlinken wir einfach mal. Genau. Haben wir sonst noch irgendwas zum Verlinken heute? Wüsste ich gerade nicht. Trailer vielleicht zu der nächsten Episode? Ja. Ach genau, diese Episode hat nochmal wieder ein bisschen die Theorien für die nächste Episode bestätigt. Ja, lass uns da noch kurz drüber sprechen. Ich habe den Trailer noch nicht gesehen. Was sieht man denn? Ja, erstmal viel, viel wichtiger. In Meereen redet nämlich Tyrion über den Mad King, den Vater von Daenerys und von Viserys und Rhaegar und von den ganzen Targaryens, der ja den Jaime ja umgebracht hat und von dem dieses ganze Wildfire ja auch kam, beziehungsweise der mit dem Wildfire rumgespielt hat. Und in dieser Episode erwähnt Tyrion ja nochmal, dass er von Jaime das gehört hat, dass der Mad King unter der Red Keep, unter diesem roten, unter der Kapelle, wohl riesige Mengen von Wildfire gelagert hat. Mhm, stimmt. Und in den letzten Episoden hat man ja auch Cersei gehört, wie sie wohl irgendwas gefunden hat oder irgendwie ihr Meister hat ja irgendwas gefunden. Das bestätigt eigentlich noch mehr, dass wir wahrscheinlich in der nächsten Episode sehen werden, wie King's Landing einfach nur niedergebrannt wird. Welchem Zweck soll das dienen? Ja, Cersei, damit sie die Macht, damit sie sich rächen kann. Ich meine, Cersei hat ja im Prinzip gerade nichts mehr. Ihr wurde ja wieder alles weggenommen. Mhm. Und dadurch, dass sie jetzt wieder sich ein bisschen Macht holen will, was kann sie gegen so eine Armee von dieser Religion machen? Sie kann eigentlich nichts machen, außer so ein unkontrolliertes, außer diese unglaublich gefährliche Waffe namens Wildfire einzusetzen. Mhm. Und das wird, habe ich ja letztes Mal gesagt, meiner Meinung nach hinten losgehen, so dass wir wahrscheinlich vielleicht sogar als riesen Cliffhanger King's Landing am Ende komplett niederbrennen sehen. Ja, vielleicht. Glaube ich jetzt nicht so dran irgendwie, aber ja. Die nächste Folge weiß man schon. Erstens heißt sie Winds of Winter und zweitens ist sie verdammte 69 Minuten lang. In dem Trailer zur nächsten Episode sieht man wenig, was an Action losgeht. Was sieht man in dem Trailer? Da sieht man ganz kurz, wie hier dem Bruder von Marjorie der Prozess gemacht wird, Loras der Prozess gemacht wird. Mhm. Und man sieht ein paar Schnitte von anderen. Man sieht ganz kurz, wie Sansa und Jon sich miteinander sprechen, dass sie sich wieder vertrauen sollten, weil sie die letzten Starks sind oder so. Achso, man sieht auf jeden Fall sieht man auch Bran wieder in der letzten Folge. Ja gut, da hatte ich jetzt ein bisschen mit gerechnet, weil die Story, das wäre jetzt dann so mittendrin abgebrochen. Also es wird jeder wird sich wahrscheinlich am Ende wieder auf irgendeine Art von Reise begeben oder einen Plan haben, den er dann verfolgen wird. Ja. Okay, man sieht, wie Loras der Prozess gemacht wird, man sieht Sansa und Jon sprechen, man sieht, ach, die Freys sieht man wieder, man sieht Jaime bei Walder Frey zusammen mit denen. Sie irgendwie feiern und sagen, the Lannisters and the Freys send their regards. Achso, und Davos konfrontiert Melisandre wegen der Sache, die er gefunden hat. Man sieht ganz kurz Bran und dann Daenerys und Tyrion, wie Tyrion sagt, du bist jetzt im großen Spiel angelangt und das große Spiel kann furchteinflößend sein. Naja, da sind wir mal gespannt, wa? Was wird passieren? Wahrscheinlich werden wir sowieso die White Walkers nochmal wiedersehen, sonst würde The Winds of Winter keinen Sinn machen. Ja, am Ende halt. Ja. Keine Ahnung, stehen sie vor Winterfell oder irgend so ein Kram. Ja gut, die sind nämlich über die Mauer drüber. Genau, das der Cliffhanger könnte sein, dass sie vor der Mauer stehen. Genau, dass sie vor der Mauer stehen, dass Bran dafür sorgt, dass sie durch die Mauer durchkommen. Genau, das könnte eine Möglichkeit sein. Gut. Aber im Prinzip, die großen Ereignisse haben wir mehr oder weniger in dieser Staffel schon fast hinter uns. Schauen wir mal, was für große Ereignisse in der nächsten Folge noch kommen. Nächste Woche in einer Extralänge. Ja, dann schauen wir mal.
So, dann hätten wir das Thema auch bald durch, beziehungsweise noch eine Folge, dann haben wir das auch durch. Bist du schon im Comic-Con-Fieber? Schon alles gepackt? Ja, ganz ruhig, wird man ganz ruhig alles anpacken. Noch ein paar Fragen fürs Nerd-Quiz ausdenken. Oh, ich habe ein paar tolle. Ich habe wieder sensationelle Fragen. Die auch der Otto Normal-Nerd lösen kann? Nein, natürlich nicht. Also ich bitte dich, wir werden das Niveau schon ein bisschen höher schrauben. Also wir haben auch einfache Fragen dabei, aber es wird auch wieder, die Spreu vom Weizen soll natürlich auch getrennt werden. Ja, schauen wir mal, ob wir nicht die selbsternannten Nerds ein bisschen ins Strudeln bringen können. So sieht's aus. Gut, in diesem Sinne würde ich sagen, dann hören wir uns ja nächste Woche, Montag, Dienstag, Mittwoch wieder mit der letzten Folge Game of Thrones. Im Anschluss oder kurz vorher, müssen wir mal schauen, wird es dann auch die Folge zur Comic-Con geben, wer in Stuttgart ist. Und da nochmal der Hinweis, am 25. den Samstag um 11 Uhr in der Cosplay-Area auf der Cosplay-Bühne. Ich habe übrigens heute nochmal nachgefragt, das ist wirklich eine Bühne. Nicht irgendwie nur so drei Bretter übereinander, sondern wir haben also wirklich eine richtige Bühne. Werden wir zusammen mit dem André von NerfGunsmith, den findet ihr auch in diversen Links und bei Facebook, NerfGunsmodden. Der Michael wird dann wahrscheinlich wieder Stars auf den Zahn fühlen, interviewen und Killepitch verteilen. Wie gesagt, Nathan Fillion, ich freue mich drauf. Die Anja wird wahrscheinlich wieder ganz viele Cosplayer interviewen und ich stelle wieder doofe Fragen. Dann hat doch jeder was zu tun. Jo. Das finde ich eine gute Sache. Gut, in diesem Sinne dann bis nächste Woche. Ciao. Ciao.